Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Weitere Informationen zu dieser und unseren vergangenen Folgen sowie Buchempfehlungen und mehr über uns erfahrt ihr auf www.stoikerpodcast.de. Wenn ihr darüber hinaus Gefallen an der stoischen Lebensweise gefunden habt oder sie einfach einmal ausprobieren wollt, dann helfen wir selbstverständlich gerne. Um mehr über die Themen Coaching und psychologische Beratung zu erfahren, meldet euch unter mail@stoikerpodcast.de. Ja, herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Mein Name ist Markus Rüther. Ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater. Und wie immer, digital jedenfalls, sitzen wir gegenüber der Ralf. Genau, Ralf Kurz, mein Name ist Softwareentwickler und Mentaltrainer. Ja, Ralf, heute habe ich uns ein Buch wieder mitgebracht, zwar ein sehr bekanntes Buch. Das Buch ist schon ein bisschen älter, in der Erstausgabe von 2007. Du weißt es natürlich schon, was es ist, unsere HörerInnen noch nicht. Es ist Sharon LaBelle's The Art of Living, ein Weltbestseller, der viele in den Stoizismus eingeführt hat und auch heute noch einführt. So wie ich es gerade schon genannt hatte, das Buch liegt in englischer Sprache vor, ist in vielen anderen Sprachen auch schon übersetzt worden, erstaunlicherweise aber noch nicht auf Deutsch. Woran das liegt, warum das so ist und warum das eigentlich ein Fehler ist, da werden wir heute wahrscheinlich einiges darüber lernen. Ein besonderer Gast, den wir heute hier haben, nämlich Hans Wittmann, hat sich in der letzten Zeit und ein nicht wenig Zeit genommen, um dieses Buch zu übersetzen, nämlich in deutscher Sprache. Schön, dass du da bist, Hans. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, wir freuen uns auch und wollen einfach auch ganz gerne einsteigen. Vielleicht fangen wir einfach mal direkt so ein bisschen mit dir an. Wir beide, wir kennen uns ja auch schon so ein bisschen. Das muss man, glaube ich, im Vorhinein des Gespräches sagen. Also uns verbindet auch eine persönliche Beziehung. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir und deiner Biografie und vielleicht daran ausgehend, wie du eigentlich zu dem Buch gekommen bist. Da gibt es ja, glaube ich, eine persönliche Geschichte auch. Ja. Also biografisch kann ich erzählen, dass ich seit 25 Jahren in Irland wohne. Ich bin hierher gekommen, ich glaube, aus romantischen Gründen, weil ich früher auch Heinrich Böll gelesen habe und mehrere schöne Fotobände über Irland gelesen habe und deshalb unbedingt hierher wollte. Und dann habe ich nach dem Studium der Agrarwissenschaften habe ich hier eine Stelle als Farmverwalter angenommen und bin dann aber von da aus in die Behindertenarbeit abgerutscht und habe dann mehrere andere Sachen auch noch gemacht. Unter anderem habe ich angefangen zu schreiben und auch zu übersetzen, weil nach der ganzen Zeit in Irland war mein Englisch dann eigentlich ganz gut. Und ich habe dann für Textbroker geschrieben. Das ist eine Online-Plattform aus Mainz, wo sich Autoren und Auftraggeber treffen und eben Aufträge annehmen und dafür bezahlt werden. Das ist jetzt im Zuge der künstlichen Intelligenz, glaube ich, ein bisschen auslaufendes Konzept, weil das gerne von Maschinen übernommen wird. Aber das habe ich viel gemacht und deshalb hatte ich auch ein wenig Erfahrung mit Übersetzungen. Mhm. Und das Buch von Sharon LaBelle, hast du das auch dort gefunden oder wie ist da der Zusammenhang entstanden? Also muss ich vielleicht kurz über meine Initiation zum Stoizismus reden. Also meine Frau hat meinem Schwiegersohn vor 3 oder 4 Jahren zu Weihnachten ein kleines Buch geschenkt. Das hieß The Little Book of Stoicism. Hm. Und er hatte das damals nicht gelesen oder es hat ihn nicht angesprochen und dann hatte ich in Weihnachtsferien ein bisschen Zeit und dann habe ich mir das vorgenommen und dachte, wow, das ist ja mal interessant. Und das hat mir halt sehr gut gefallen, also Einführung in Stoizismus und dann habe ich halt, wie man das so macht, im Internet rumgesucht und bin dann auf Simon True gestoßen. Das ist ein Australier, der hat einen Stoiker-Podcast auf Englisch und der heißt The Practical Stoic. Oder hieß zu dieser Zeit The Practical Stoic. Und das hat mir dann nochmal so einen tieferen Einblick gegeben. Und dessen Mentor, Simon Drews Mentor, ist Sharon LaBelle.
die eben dieses Buch geschrieben hat. Und dadurch kam ich dann auf dieses Buch über Epiktet, und das war dann für mich die völlige Erleuchtung. Das Enlightenment sozusagen, ja, was man dann in Büchern manchmal findet. Und ich glaube, da bist du ja nicht alleine. Ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, dass es ein Weltbestseller ist. Jetzt ja von dir übersetzt. Ich halte das mal einmal in die Kamera für diejenigen, die uns bei YouTube sehen. Oder Ralf, vielleicht machst du das mal, dann kann man es, glaube ich, noch ein bisschen besser sehen. Epiktet, Lebenskunst, das klassische Handbuch für Charakter, Kraft, Glück und Wirksamkeit, eine Neuinterpretation von Sharon LaBelle. Genau. Dieser Untertitel, der deutet das ja schon an. Das heißt, die Sharon LaBelle übersetzt jetzt nicht Epiktet, sondern unterzieht Epiktets Lehren, insbesondere aus dem Handbuch, einer Neuinterpretation. Vielleicht wollen wir noch kurz darüber sprechen, damit die HörerInnen auch genauer wissen, was eigentlich in diesem Buch ist. Das heißt, wenn man dieses Buch kauft, was einen da so erwartet. Okay. Also das Buch auf Englisch heißt The Art of Living von Sharon LaBelle, und es ist praktisch The Classical Manual on Virtue, Happiness and Effectiveness. Und das ist, was es ist. Also es besteht aus einer kurzen Einführung, wer Epiktet war und warum sie dieses Buch geschrieben hat. Und so ein bisschen Geschichtliches über Epiktet auch. Und dann kommt eine sehr freie Übersetzung des Handbuches von Sharon LaBelle, das sie sich vorgenommen hat. Und im zweiten Teil kommt dann ihre Interpretation der Lehren von Epiktet. Mhm. Und das, also als Ganzes, fand ich sehr, sehr hilfreich für mein persönliches Leben. Mhm. Und dann kann ich ja noch kurz erzählen, warum ich dann die Übersetzung angefangen habe. Also ich bin ja eigentlich totaler Laie und auch kein Philosoph, aber Epiktet hat mich eben deshalb angesprochen, weil er so anwendbar ist. Ja, also das war auch so Epiktets Grundsatz, dass er gesagt hat, Philosophie taugt eigentlich nur was, wenn sie einfachen oder alltäglichen Menschen hilft, ihren Alltag zu meistern. Ja, und das fand ich halt wirklich gut, weil das so viel praktische Anwendungen drin sind, eben das Leben zu meistern. Und die Geschichte der Übersetzung war dann, dass ich das gelesen habe, und meine Schwester befand sich zu der Zeit in einer Lebenskrise. Sie lebt in Deutschland, und dann habe ich gesagt, guck dir doch mal dieses Buch an. Da stehen so viele lesenswerte Sachen drin. Und dann hat sie gesagt, ja, aber mein Englisch ist nicht gut genug. Und dann habe ich gesagt, okay, ich übersetze mal ein Kapitel und lese dir durch. Ob dir das gefällt, habe ich dann gemacht, und das fand sie gut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann übersetze ich den Rest. Und dann habe ich ihr nach und nach eben die Übersetzung des Buches geschickt. Und dadurch entstand dann die Idee, das auch einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Mhm. Und durch viele glückliche Zufälle und nach einiger Überarbeitung hat sich dann der Finanzbuchverlag dazu bereit erklärt, das Buch dann zu veröffentlichen. Ja, das heißt, was du gemacht hast, ist eine Übersetzung einer Epiktet-Interpretation, die auf einer Übersetzung, einer englischen Übersetzung basiert. Ja. Also nicht einfach nur eine Übersetzung gemacht, sondern eine Übersetzung sozusagen einer Interpretation, die auf einer Übersetzung basiert. So. Genau. Und das ist das Besondere daran. Und jetzt könnte man ja denken, Mensch, wie hält man es da mit der philologischen Genauigkeit eigentlich? Ja, das ist so ein bisschen wie stille Post. Wenn ein paar Leute was weiter sagen, da bleibt doch nicht mehr viel vom Original über. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das ist auch gar nicht so die Aufgabe des Buches, da philologische Kleinarbeit zu leisten, oder? Nee, also überhaupt nicht. Und wie gesagt, bin ich ja auch Laie. Und wenn ich mir Übersetzungen angucke, wie zum Beispiel von Tino Deckert, der ja direkt aus dem Griechischen übersetzt hat, dann kann ich nur sagen, ich habe so eine Hochachtung vor dieser Kleinarbeit, auch mit den ganzen Fußnoten und so.
Das wäre mir zu viel. Ich bin auch kein Akademiker in dem Sinne. Deshalb fand ich die Aussagen in dem Buch, so wie sie von Sharon Lebel interpretiert wurden, fand ich das Wichtige. Also mir war das jetzt wichtiger, als dass das jetzt irgendwie genau dem Text von Epiktet entspricht. Und Sharon Lebel, die hat auch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, dass Leute sagen, ja, das ist viel zu frei und das ist nicht Epiktet in seiner Reinform. Aber sie sagt eben, also das ist eben auch oft vielleicht auch so eine amerikanische Art, Sachen zu popularisieren, dass sie sagt, ja, also wenn das den Menschen dann hilft, dann ist es eigentlich Schnuppe, ob das jetzt genau stimmt oder nicht, solange das den Geist überträgt. Und also dem kann ich mich dann anschließen. Und sie hat halt viele, viele Leute oder Zeugnisse von Leuten, denen das Buch teilweise das Leben gerettet hat. Ja, also die halt gesagt haben, ohne dieses Buch hätte ich mich vielleicht umgebracht. Ja, und dann muss ich sagen, okay, dann ist mir die Genauigkeit, ist da zweitrangig für mich. Ja, mir gefällt das Format so auch gut. Also man muss halt wissen, was man vor sich hat. Ich erwarte, also dass man nicht erwartet, okay, das ist jetzt Handbüchlein 5, Handbüchlein 55, irgendwas, sondern beim Lesen und wenn man Epiktets Werk kennt und liest, kann man so ein bisschen gucken, okay, erahnen, was ist das jetzt? Ist das ein Stück aus dem Handbuch, vielleicht was aus den Unterredungen oder was eine eigene Interpretation von Sharon? Und ich finde das ja dann, also ich find das ziemlich gut, weil selbst wenn die Kritiker sagen, okay, das ist jetzt nicht hundertprozentig korrekt oder toll interpretiert, aber genau das macht auch den Prozess nachher aus, sich kritisch mit der Interpretation, mit seinem eigenen Verständnis und mit Epiktet auseinanderzusetzen. Also es bietet dann einfach auch eine andere Möglichkeit. Ja, genau. Und ich habe mir, also bei der Übersetzung bin ich eigentlich mit Absicht von einer korrekten Übersetzung ferngeblieben, weil ich dachte, das bringt es dann nur durcheinander. Aber durch die Lektüre von Sharons Buch habe ich mich dann natürlich auch für die korrekte Übersetzung interessiert und konnte es dann nachher vergleichen. Und das hat mir dann nochmal ein Stück ein weiteres Verständnis gebracht. Ja, vielleicht ist es ganz hilfreich. Jetzt sprechen wir ja so ein bisschen darüber, wie genau eigentlich die Übersetzung ist, das einfach mal zu hören. Also ich habe hier eine Standardübersetzung vorliegen von Christoph Rapp aus dem Grüner Verlag von Handbüchlein der Moral. Und ich nehme mal den ersten Abschnitt, weil einfach den ersten Abschnitt aus dem Handbüchlein der Moral die meisten kennen. Und der lautet hier: Von den Dingen stehen die einen in unserer Macht, die anderen nicht. Die in unserer Macht stehen Meinung, der Impuls zu handeln, Begehren, Vermeiden, kurz alles, was unsere eigenen Werke sind. Nicht in unserer Macht stehen Körper, Besitz, Ansehen, Ämter, kurz alles, was nicht unsere Werke sind. So, und die Interpretation, ich sage jetzt nicht bewusst Übersetzung, sondern die Interpretation bei Sharon Lebel an dieser Stelle ist: Konzentriere dich vollständig auf deine eigenen Belange und mache dir klar, dass die Angelegenheiten anderer deren Sache sind und nicht die deinen. Wenn du diesem Imperativ folgst, wirst du dich niemals unter Zwang gesetzt sehen und niemand kann dir im Wege stehen. Unabhängig jetzt von der Frage, ob das eine adäquate Übersetzung ist oder ähnliches, sieht man hier die Freiheit, glaube ich, die sie sich nimmt. Was rechtfertigt zu sagen, dass es sich hier nicht über eine Übersetzung, sondern um eine Interpretation handelt, Hans, oder? Genau, ja. Ja, und das sagt sie ja auch deutlich. Also es steht ja auch nirgends drauf, das ist eine Neuübersetzung, sondern sie weist darauf hin, auch im Vorwort, dass sie den Text selektiert hat und teilweise neu interpretiert. Und sie nimmt sich einfach diese Freiheit. Und im Zuge dieses Buches finde ich das, oder im Sinne dieses Buches finde ich das, dass sie das gerne machen kann, denn wenn man sich die Originalübersetzung anguckt und dann, was Sharon Lebel daraus gemacht hat, dann ist eben das, was Sharon Lebel gemacht hat, für heutige Leser sehr viel besser verständlich.
Also ich glaube nicht, dass ich Epiktet gelesen hätte oder so verstanden hätte, wenn ich jetzt nicht Sharon Lebels Interpretation als Hilfe gehabt hätte. Ja, und deshalb finde ich das halt einfach so hilfreich, das für auch für Laien wie mich verständlich zu machen. Ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, der jetzt auf die nächste Frage überleitet und schon eine Antwort vorausschickt, nämlich was macht das Buch so besonders im Vergleich mit anderen Büchern? Ein Aspekt hast du jetzt schon genannt, dass man vielleicht einen schnellen Zugang ohne akademische Vorbildung braucht. Das heißt, man braucht kein Seminar in Epiktet, um Epiktet zu verstehen. Ja, und ich glaube, dass es auch in Epiktets Sinne wäre, ja, weil ihm das ja so wichtig war, dass eben Philosophie dafür da ist, jedem unabhängig von seiner Bildung oder von seinem Stand zu helfen, sein Leben zu meistern. Ja, vielleicht kommen wir einfach mal direkt zur Übersetzung und was dann daran gut und schwierig und was da oh, schöne Kombination, gut und schwierig und was dabei weniger schwierig war. Hans, vielleicht erzählst du mal ein bisschen von deinen Erfahrungen. Wie ist es dir damit ergangen bei der Übersetzung? Also aus dem Englischen zu übersetzen ist nicht einfach. Auch, also wenn man ganz gut Englisch kann und wenn man ganz gut Deutsch kann, dann kann man auch so die Unterschiede in der Sprache sehen. Also Deutsch ist im Grunde die präzisere Sprache, ist vielleicht auch die elegantere Sprache, aber Englisch hat die Fähigkeit, Sachen ganz prägnant und kurz auf den Punkt zu bringen. Und das war, glaube ich, so die Hauptschwierigkeit, diese Prägnanz und diese Stichhaltigkeit dann im Deutschen so auf den Punkt zu bringen. Manchmal ist es mir gelungen, manchmal nicht. Ja, das bedeutet, dass du vermeiden wolltest, lange aufklärische, kantisch, quasi kantische Sätze zu formulieren, weil dann wahrscheinlich die Kernaussage des Werkes für alle verständlich zu sein untergegangen wäre. Ja, genau. Und also ich wollte eben so nah an Sharons Text bleiben wie möglich. Ja. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, du wolltest so nah da dranbleiben wie möglich, aber zugleich die deutsche Sprache nicht wild wuchern lassen, vermutlich. Ja, genau. Also so der deutsche Ausdruck ist mir wichtig, dass das im Deutschen sich, sagen wir mal, anständig anhört. Ja, dass es lesbar ist und ja, ebenso der Eleganz der deutschen Sprache auch entspricht. Und da muss man eben dann manchmal auch einen Kompromiss machen in der Genauigkeit der Übersetzung. Das andere ist, weil ich ja kein professioneller Übersetzer bin, oder vielleicht, also ich weiß, dass es anderen Übersetzern auch so geht, muss man eben manchmal über manche Formulierungen lange nachdenken. Das ist die Schwierigkeit der Übersetzung. Und manchmal dauert es Tage, dass man, oder man wacht nachts auf und auf einmal kommt dieser Gedankenblitz und sagt, genau so muss der Satz aussehen und nicht anders. Ne? Und das sind halt, also ich habe eine große Familie und ich habe einen anstrengenden Beruf und das habe ich halt alles entweder morgens früh oder abends spät gemacht, wenn ich Zeit hatte. Das kostet unheimlich Zeit und Aufwand. Ja? Aber also nichtsdestotrotz hat mir das unheimlich Spaß gemacht, das Buch zu übersetzen. Weil einerseits, also hatte ich so das Gefühl, das bringt mir natürlich als Übersetzer auch so ein bisschen zusätzliche Erfahrung, weil ich das auch gerne weitermachen würde, vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Zum anderen, jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren. Ja, der kommt bestimmt gleich noch wieder, kein Problem. Was mich einfach konkret noch interessieren würde, wäre, das ist vielleicht auch so eine typische Stoiker-Podcast-Frage, wie du mit Widerständen umgegangen bist. Also es haben bestimmt ja nicht alle Dinge so geklappt und ein bisschen hast du gerade schon angedeutet. Ich habe mir so ein Schedule gemacht, wahrscheinlich morgens, abends die Sachen gemacht, aber es gibt ja auch irgendwie Phasen, wo man wahrscheinlich keine Lust, keine Zeit, andere äußere Widerstände hat.
um das alles irgendwie zu schultern neben der Arbeit. Hast du da irgendwie für unsere HörerInnen ein Rezept, wie man mit sowas umgeht? Ja, also zum einen ist der Widerstand eben, dass die Übersetzung nicht so zu einem herüberschwebt, wie man das gerne möchte. Und da war einfach mein Rezept zu warten. Give it time, muss man einfach ein bisschen Zeit geben und dann irgendwann löst sich das auf. Ja. Also ich glaube, das Gehirn arbeitet halt in seiner eigenen Geschwindigkeit und dann dauert es eben manchmal ein bisschen länger, aber irgendwann passiert es dann schon. Also die anderen Widerstände, die sind halt vor allem, die waren vor allem zeitbedingt. Ja, dass ich halt neben den ganzen anderen Sachen, die ich sonst noch mache, dann noch die Zeit gefunden habe, die Übersetzung zu machen, wo dann auch manchmal Widerstand von meiner eigenen Familie kam, die mich eigentlich schon unterstützen im Allgemeinen in dem, was ich mache, aber dass ich dann eben oft dann nur mit dem schönen Wort Disziplin das durchziehen konnte. Okay. Ja? Also das heißt, dass ich eben dann morgens um 5 aufstehen musste, dass ich dann noch eine Stunde Zeit hatte, das zu machen, bevor ich auf die Arbeit muss. Ja. Das hat mir dann im Endeffekt auch ganz gut gefallen, weil das war so eine Stunde, die ich nur für mich hatte. Also ich bekomme sonst nicht so viel Zeit mit den Kindern und Familienleben im Allgemeinen und der Arbeit. Aber das war einfach so Me-Time. Und das war auch gut für mich. Und es war auch dann was mir total Spaß gemacht hat. Und ich wusste, da ist ein guter Zweck dahinter, weil ich das eben für meine Schwester gemacht habe im Vorfeld. Ja. Und wenn wir so ein bisschen auf die Inhalte zu sprechen kommen des Buches, jeder zieht ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Dinge raus. Das Buch ist ja auch länger, also nicht nur 10 Seiten, so viel ist sicher. Ne? Was sind denn so die 3 Kernbotschaften, was würdest du sagen, oder 2 oder wie auch immer, was sind so die Kernbotschaften, die du da mitgenommen hast? Ja, also ich finde es schwierig, das auf 3 Kernbotschaften zu reduzieren, weil das für mich sind da 70 oder 80 Kernbotschaften drin. Aber natürlich so die Kernbotschaft des Stoizismus steckt natürlich da drin, die 4 Tugenden, die ich da auch wiedergefunden habe. Vor allem Mut und die Weisheit, was mir gut gefallen hat. Und dann eben die Kernbotschaft war für mich auch das, eben was ich schon gesagt habe, dass Epiktet oder dass Philosophie für jeden zugänglich sein sollte und dass, wenn man einen gewissen Zugang findet, dass man sein Leben tiefgreifend verändern kann mit Hilfe der Philosophie und mit Hilfe des Stoizismus. Und dann war es natürlich auch so, das, was auch am Anfang, was du schon erwähnt hast, eben die Dichotomie der Kontrolle, dass man eben unterscheiden muss, was man kontrollieren kann und was nicht. Das ist für mich sehr wichtig. Was dann kann ich noch kurz erwähnen, also es sind noch ein paar so, das sind nicht die großen Kernbotschaften, aber das sind Sachen, die mir in meinem persönlichen Leben unheimlich weitergeholfen haben. Also das ist zum Beispiel, dass es nichts gibt im Grunde, was gut oder schlecht ist, sondern dass das nur unsere Ansichten sind, die das gut oder schlecht machen. Und je länger ich mit dieser Einsicht lebe, desto mehr komme ich zu der Erkenntnis, dass das wirklich so ist. Also es gibt viele Sachen, wo ich früher gedacht hätte, das ist ja furchtbar, dass das passiert. Und dass dann im Endeffekt das aber sich herausstellt, dass das eigentlich sehr positiv war. Ja. Und was noch wichtig für mich war als Familienvater ist,
dass drin steht, dass sich unsere Aufgaben durch unser Verhältnis zueinander ergeben. Also unsere Lebensaufgaben ergeben sich praktisch mit unseren Aufgaben, mit unserem Verhältnis zueinander. Und da habe ich eben angefangen, und es sind mehrere Baustellen, die ich da zurzeit bearbeite, an meiner Familie zu arbeiten. Also das ist nicht nur jetzt meine direkte Familie, meine Kinder und meine Frau, sondern also die Familien umschließen ja einen riesengroßen Kreis. Das ist also meine eigene Familie inklusive Schwestern und weitere Verwandtschaft und dann eben auch die Familie meiner Frau, wo sich durch den Stoizismus oder durch meine Verbindung mit dem Stoizismus ganz neue Möglichkeiten aufgegeben haben, mit Leuten in Kontakt zu treten. Und das nicht, also in jeder Familie gibt es ja auch Streit und weiß ja jeder, dass nicht alles nur rosig ist, aber wenn man das auf eine stoische Art angeht, kann man das sehr viel besser auflösen oder angehen, als wenn man das, wenn man Streit mit Streit beantwortet. Ja. Mhm. Ja. Und also als letztes dazu möchte ich noch sagen, dass auch drinsteht, dass, und das schaffe ich manchmal nicht, aber das ist wichtig für mich, dass dein Kind nicht die Macht haben sollte, deine Laune oder ihr seelische Erregungen zu verursachen. Ja. Mhm. Und das ist natürlich sehr anspruchsvoll, aber ich versuche das so gut ich das kann, durchzusetzen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch früher öfter mal rumgeschrien und das habe ich jetzt eigentlich geschafft abzustellen. Ja. Ja, derjenige oder diejenige, die interessiert ist an allem, was der Stoizismus zum Thema Ärger zu sagen hat, den empfehle ich auch eine Folge von Ralf und mir. Wir haben das ja auch mal ausführlicher besprochen, insbesondere am Beispiel gar nicht so sehr von Epiktet, sondern von Marc Aurel und von seinen Meditationen und insbesondere die 10 Musen, die Marc Aurel uns da vorschlägt im Umgang mit Ärger. Und tatsächlich ist es ja im Stoizismus so, das haben wir mehrfach ja auch schon besprochen, dass man sich das unterliegende Urteil vom Ärger anschaut und feststellt, dass dieses Urteil oder das Werturteil, was man da fällt, eigentlich ein falsches Werturteil ist. Und die Hoffnung ist dann, wenn man es dann erkennt, dass dann eben auch der Ärger verfliegt. Es ist so ein bisschen so eine Änderung der Sichtweise, ne? Hans, so wie du das jetzt auch gerade beschreibst, dass das eigentlich nicht wert ist, sich darüber aufzuregen. Und dann muss man natürlich die Gründe reflektieren, warum es das nicht wert ist und warum man einen kühlen Kopf behalten sollte in den Situationen. Apropos kühler Kopf, wie fand denn Sharon das Projekt? Du hast ja gesagt, dass du auch mit ihr im Austausch warst. Ja, also am Anfang war sie etwas distanziert, weil sie mich auch nicht kannte. Ja, aber also wir haben uns dann auch über Simon Drew und seinen Podcast dann näher kennengelernt. Simon Drew hat dann mit Gleichgesinnten eine Organisation ins Leben gerufen, die heißt The Walled Garden Philosophical Society. Und da geht es eben sehr viel um Stoizismus. Und Sharon LeBell ist eine der Hauptträgerinnen dort, die auch viele Vorträge hält und sich da gut einmischt. Und das sind regelmäßig Treffen auf Zoom, wo man sich dann auch selbst einbringen kann. Und deshalb hatten wir dann auch ein bisschen persönlichen Kontakt über Zoom. Und dann, als dann die Nachricht kam, dass das Buch tatsächlich erscheint, da war sie dann auch wirklich begeistert. Und ich habe sie gefragt, was sie von dem Projekt hält. Und sie kam dann auch mit einer Antwort zurück, und ich kann die ja vielleicht vorlesen. Gerne. Und zwar hat sie gesagt, Sharon LeBell, ich könnte nicht begeisterter sein über deine Übersetzung und die Geschichte, wie sie zustande kam. Meine Absicht mit diesem Buch war es, Ideen auf verständliche Weise zu verbreiten, die Leser dazu inspirieren, ihr eigenes Leben in solchem Maße wertzuschätzen, dass sie danach streben, auf eine aufrichtige, ja sogar edle Weise zu leben.
Ich habe mich nie an die einzelnen Wörter in meinem Buch gebunden. Ich wollte einfach dazu beitragen, die Suche nach Güte und Tugend wieder cool zu machen, da diese Konzepte aus der Mode gekommen zu sein scheinen. Weil ich mich für den inneren Wert der Tugend interessiere und Tugend nicht als Gegengewicht zur Sünde oder zur Vermeidung von Strafe suche, sondern als würdigen Selbstzweck. Dass du diese Ideen auch einem deutschsprachigen Publikum zugänglich gemacht haben, erfreut mich über alle Maßen. Ja, wunderbar. Hat mich natürlich auch gefreut. Ja. Man muss dann vielleicht sozusagen das Ganze kontextualisieren, dass dieses Buch von Sharon LaBelle ja 2007 das erste Mal erschienen ist. Das sind ja mittlerweile fast 20 Jahre. Und da war die Bewegung des Modern Stoicism oder generell die Stoic Community kleiner, um noch genauer zu sein, nicht vorhanden. Entsprechend kann man, glaube ich, dieses Buch auch einordnen als den Versuch, so antike Gedanken einfach wieder anschlussfähig zu machen. Ich glaube, der Ralf, der sagt ab und zu oder gebraucht diesen Begriff der Einstiegsdroge. Ne? So ein bisschen so ist das ja, glaube ich, zu sehen, oder? Ja, genau. Also das, was sie gemacht hat, das war damals, war das nicht besonders modern und das war auch nicht besonders bekannt. Und der Stoizismus hat ja auch lange so einen Dornröschenschlaf geschlafen. Und sie war eben eine der Pioniere, die das ausgegraben hat und eben mit ihrer Übersetzung oder mit ihrer Interpretation diese Gedanken wieder erstehen lassen hat. Das leitet ja schon über zur nächsten Frage, nämlich was du dir eigentlich von diesem Projekt genau erhoffst. Du hast ja schon gesagt, dass du damit angefangen hast, einfach für deine Schwester Dinge zu übersetzen. Das wäre ja auch in Briefen gegangen. Aber rausgekommen ist ja ein Buch, was der Öffentlichkeit zugänglich ist, nicht? Ja. Das heißt, da gibt's noch mehr. Also das war eben einfach so, dass ich dachte, das, was in diesem Buch drinsteht, das ist so wertvoll und kann so vielen Menschen helfen, dass ich denke, wäre ja eigentlich schade, wenn das nur mir zugänglich wäre oder einem englischsprachigen Publikum oder also in was immer für Sprachen das übersetzt wurde, aber nicht einem deutschsprachigen Publikum. Weil ich denke, also in Deutschland kann dieses Buch auch vielen Menschen behilflich sein, ihr Leben zu meistern. Für mich war das auch toll, das Buch zu übersetzen, weil ich mich mit jedem Satz auseinandersetzen musste. Also ich musste ganz, ganz tief in dieses Buch eintauchen. Und das gibt einem natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang. Also wenn man ein Buch überliest, da geht eben vieles verloren. Und man jetzt fällt mir das Englische ein, man verpasst einfach viel von dem, was drin steht. Und da habe ich jetzt das Gefühl, durch diese Übersetzung habe ich so viel von dem Text verinnerlicht. Merkt man ja gar nicht. Das geht ja automatisch, dass mir das eben nochmal einen ganz anderen Kick gegeben hat. Mhm. Die Sachen, die Epiktet oder Sharon LaBelle in dem Buch anregt, die in meinem täglichen Leben umzusetzen. Ja, also das Schreiben beziehungsweise das Übersetzen eigentlich als geistige Übung. Ja, schön. Genau. Genau. Als spiritual exercises, wenn man so sagen würde. Nun ist ja vor dem Buch, nach dem Buch und nach dem Buch wieder vor dem Buch. Das heißt, was bringt die Zukunft für dich? Ja, also erstmal bin ich natürlich hauptsächlich Familienvater und muss hier irgendwie das tägliche Brot verdienen, aber in der Zeit, die mir bleibt, eben früh morgens oder spät abends, habe ich jetzt ein neues Buchprojekt. Und zwar habe ich mich jetzt mit der Sharon LaBelle durch diese Freundschaft, die wir entwickelt haben, haben wir uns jetzt zusammengetan und haben eine Mutual Support Society gegründet. Das heißt,
wir beide unterstützen uns gegenseitig in unseren Buchprojekten. Also sie hat 4 verschiedene Projekte vor, wo ich bei den meisten gar nicht weiß, was das ist, weil sie denkt, wenn sie mir das sagt, dass das dann irgendwie in den Äther entschwindet oder irgendwie ihre Kreativität behindert. Und wir treffen uns jetzt eben regelmäßig und haben eine Mindestwortanzahl, die wir jeden Tag schreiben sollten. Und dadurch, dass jemand anderes, also sie sitzt in Kalifornien, ich in Irland, aber wir treffen uns eben regelmäßig auf Zoom. Dadurch, dass man sich dann regelmäßig mit jemand trifft und weiß, da ist so ein bisschen kein Antreiber oder so, aber also ein für sie, für mich ist sie eine gute Lehrerin, also die immer so mit freundlichem Nachdruck arbeitet. Ja, und das versuche ich mit ihr eben auch, dass wir uns gegenseitig eben mit freundlichem Nachdruck dazu inspirieren, weiterzumachen. Ja, weil sonst ist es ja einfach im ganzen Alltag und in dem, was man sonst noch macht, solche Projekte zu vergessen. Oder dass sie dann von etwas anderem überrannt werden, praktisch. Ja. Also das Buchprojekt kann ich ja kurz erzählen, was ich im Sinn habe, ist ein bisschen autobiografisch auch, ist wie ein sehr schüchterner Mann, junger Mann, durch die Gedichte von Ovid, die ja auch schon 2000 Jahre alt sind, die Liebe seines Lebens findet. Ja. Und ja, ich hoffe, dass das ein gutes Projekt wird. Und ich glaube, dass mit Sharons Hilfe, dass das auch durchaus was werden kann. Ah, wunderbar, Hans. Das ist, glaube ich, ein ganz tolles Stichwort. Ich kann nämlich jetzt gleichzeitig, und ich spreche auch für den Ralf, eine Einladung aussprechen. Das heißt, du musst wiederkommen, wenn dieses Projekt dann Gestalt annimmt und uns davon berichten. Bis hierhin danke ich dir erstmal. Ich glaube, jedes Gespräch hat sozusagen so ein natürliches Ende und das ist jetzt hier angekommen. Ich weise nochmal auf den Titel hin, also auf deine Übersetzung, Epiktets Lebenskunst, das klassische Handbuch für Charakter, Kraft, Glück und Wirksamkeit, eine Neuinterpretation von Sharon LaBelle, übersetzt von Hans Wittmann, erschienen im Finanzbuchverlag, also ganz neu. Und ja, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Hans. Die Lage der Stoiker ist, glaube ich, für heute ausreichend erklärt und erläutert. Und wir sehen uns wieder. Vielen Dank. Ja, dann komme ich gerne wieder. So machen wir es. Also, alles Gute. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast. Abonniert auch gerne unseren Newsletter, um über aktuelle Termine und neue Folgen auf dem Laufenden zu bleiben.